بسم الله الرحمن الرحيم. Was rätst du den Muslimen, die in Deutschland leben, die in kleineren Dörfern leben, die jetzt nicht wissen, dieser Scheich ist gut, dieser Scheich vermittelt gutes Wissen oder nicht? Was kann man Leuten anraten, die vielleicht an einem Ort leben, wo es nicht so viele Leute des Wissens gibt, vielleicht sogar niemanden? Wenn man keinen hat an diesem Ort, das Beste ist natürlich, wenn man direkt bei jemandem sitzen kann, von den Leuten des Wissens. Wenn man aber das nicht hat, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin, hast du die Möglichkeit im Internet, dass du dir einen vertrauenswürdigen Sheikh aussuchst und bei ihm dein Wissen erwirbst. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, bitteschön. Wenn ich jetzt einem Lehrer folge, bei zum Beispiel Fürk oder so einem Lehrer, darf ich auch einen anderen, zweiten Lehrer, der so ähnlichen Fürk hat wie der, oder muss ich jetzt nur den einen speziellen? Wie ist das, wenn ich einen Lehrer habe in einem bestimmten Gebiet, darf ich auch einen zweiten Lehrer haben? Du kannst auch 1000 Lehrer haben. Die Frage ist nur, wenn du am Anfang bist und noch nicht so viel über die Religion gelernt hast. Wenn du am Anfang bist und noch nicht so viel über die Religion gelernt hast, dann solltest du dir einen Lehrer nehmen. Aber wen meine ich mit Lehrer? Irgendjemand in YouTube, der nur weil er einen Kanal hat, ein Lehrer geworden ist? Sondern von den vertrauenswürdigen Leuten des Wissens, dann nimmst du dir einen Lehrer, von dem du das so übernimmst. Und später, wenn du einen Grad erreicht hast, wo du ein Talibul Ilm bist, dann kannst du dir auch natürlich von verschiedenen Lehrern dein Wissen aneignen. Wallahu ta'ala a'la wa أعلم. تفضل يا جماعة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah.